Der 12. Mai 2024 ist ein historischer Tag für die SG Audertal. Erstmals steht die Gruppenligameisterschaft und der Sprung in die Verbandsliga Nord. Es bedarf überhaupt nicht vieler Worte, die Statistiken sprechen wirklich für sich alleine. 19 Spiele in Folge umgeschlagen, zuletzt 7 Siege in Folge. Das ist einfach Wahnsinn und das ist die Bilanz eines Meisters. Wir brauchen nicht viele Worte, wir hören lieber nach, was Martin Friedrich als Trainer und Nils Fischer als Kapitän zu sagen haben. Du bist nie alleine, es ist immer jemand da, der dir hilft. Das wird halt bei Fronius tatsächlich gelebt. Das war auch für mich mit der erste Grund, warum ich wusste, dass ich hier bleiben will. SG Aulertal, Gruppenligameister 2024. Ich habe Martin Friedrich als Trainer und Nils Fischer als Kapitän zu mir geholt. Martin, diese Worte, die ich gerade gesagt habe, wie hört sich das wirklich für dich an? Ja, tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer greifbar. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach nochmal einen Tag, muss das mal sacken lassen alles. Aber in einem Tag mit viel Alkohol wahrscheinlich, oder? Höchstwahrscheinlich viel Alkohol, genau. Und dann wird das auch hier oben endgültig ankommen. Aber sensationell natürlich. Berufsrisiko nenne ich das jetzt einfach mal. Also ich habe jetzt zwar nichts damit zu tun, aber lass uns nochmal daran anschließen. Ja. Meine Brille ist ein bisschen nass, trotzdem seht es mir nach. Nächste Verbandsliga. Was zeichnet diese Mannschaft einfach aus? Ja, ich denke, wir haben einfach in der gesamten Saison eine unglaubliche Moral gezeigt, haben immer wieder sämtlichen Widerständen getrotzt, haben auf Rückstände reagiert. Ich glaube, ja, einer von den Verantwortlichen hat die Statistiken gewälzt. Wir haben 22 Punkte nach Rückstand geholt, wir haben 18 Tore nach der 80. Minute geschossen. Die Mannschaft war einfach topfit, hatte eine super Moral. Das Training, die Belastungssteuerung haben gut funktioniert. Wir hatten eine einzige muskuläre Verletzung in der gesamten Saison. Und was man halt auch ganz klar sagen muss, das Umfeld, was geschaffen wird, das Betreuerteam, herausragend. Wir haben uns wohlgefühlt, wir konnten in Ruhe arbeiten. Ja, und was die SG Aulertal einfach ausgezeichnet hat, letzte Saison Rückrunde, Abstiegskampf, ruhig und besonnen geblieben. Jetzt um den Aufstieg gespielt, ruhig und besonnen geblieben. Und dementsprechend waren wir konstant und sind, glaube ich, jetzt verdient Meister. Der Martin ist jetzt seit 2 Jahren da. Wie viel Verdienst in dieser Meisterschaft steckt von ihm drin? Also ich sage, mindestens 60-70% treffen da auf Martin zu. Mit so viel Engagement, was er betreibt im Training, ich weiß nicht, ob ich das schon mal unter dem Trainer so hatte, muss ich einfach wirklich ganz ehrlich sagen. Wie er schon sagte, diese 22 Punkte, die wir nach Rückstand geholt haben, das haben wir ihm zu verdanken. Einfach durch eine gewisse Fitness, die wir auch hatten. Das ist unglaublich. Klar gehören auch da die Spieler alle da mit dazu, die da auch so mitziehen. Ich sage einfach nur mal, diese Dienstagstrainingseinheiten, die hat, glaube ich, fast jeder gehasst, wenn er wusste, heute Dienstag. Ich glaube, das spiegelt sich jetzt auch wieder. Hat es ja auch, ich kann seinen Worten mich nur anschließen. Vor einem Jahr haben wir im letzten Spiel den Klassenerhalt klar gemacht. Heute stehen wir hier, schreiben Geschichte mit SG Aulertal und mit Kirchheim. 4-4 Spiele vor Ende machen wir die Meisterschaft klar. Ich glaube, das hat keiner gedacht. Also, aber. Echt Hut ab an die Jungs, die so mitgezogen haben, auch an das Umfeld, ans Trainerteam, an die Betreuer. Das lief echt wirklich alles reibungslos ab und hat uns dann teilweise auch wirklich einfacher gemacht, uns auf die Spiele nur zu konzentrieren. Ja. Wenn du die Jungs da hinten siehst, wer ist der, der am meisten heute den Ton angibt? Könnte ich dir jetzt keinen nennen. Nee, habe ich keinen. Habt ihr in der Mannschaft im Vorfeld schon mal einen Zeitplan gemacht? Also jetzt, klar, morgen ist Arbeiten eigentlich angesagt am Montag. Ich vermute mal, jeder hat Urlaub, oder? Ich habe glücklicherweise am Freitag auf dem Weg nach Künzell habe ich versucht, Urlaub zu bekommen und den bekomme ich dann auch bei der Meisterschaft. Ja. Da hier auch nochmal Dankeschön. Martin, lass uns nochmal kurz in die Verbandsliga blicken. Wir haben das im Talk schon oft angepriesen vielleicht. Ihr seid in einer Region, ja, wo du vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler auch an Land lotsen kannst. Ist das wirklich das Ziel von Aulertal oder sagst du, wir haben eigentlich so eine geile Truppe? Ich traue diesen Jungs absolut die Verbandsliga zu.
Ja, definitiv. Also im Grunde wollen wir den Aulertaler Weg nicht verlassen. Wir wollen den Weg mit den Jungs gehen, die sich das erarbeitet haben. Natürlich müssen wir die Mannschaft punktuell verstärken, auch den Gesamtkader verstärken. Wir wollen auch versuchen, die zweite Mannschaft entsprechend weiterzuentwickeln, um dann eben auch wirklich perspektivisch irgendwann einen Unterbau zu haben. Sind uns aber natürlich auch absolut bewusst, dass das jetzt nochmal ein großer Schritt ist, wo ich als Trainer einfach auch sehr gespannt bin, ob alle Spieler das realisieren, was das auch bedeutet an Mehraufwand, an Engagement. Ich weiß, was es bedeutet und ich bin darauf vorbereitet. Und jetzt muss halt von den Jungs dann auch der nächste Entwicklungsschritt kommen. Einfach grundsätzlich erstmal die Bereitschaft, das dann auch aufzubringen. Und dann spielen wir auf jeden Fall um den Klassenerhalt. Ich würde sagen, Torgranate gratuliert euch beiden und der ganzen Jungs da hinten. Viel Spaß beim Feiern und ich wische mir jetzt erstmal das Bier aus dem Mund und ihr, glaube ich, werdet noch einige Liter heute vernichten. Genau. Glückwunsch dazu. Danke.